Und damit starte ich mal und ich gucke, wie lange und wie gut mein Internet hält. Nachdem wir die großartige Gartenstadt Peach Trees gespielt haben, wo es darum geht, möglichst viele blöde Bioläden zu bauen und 50.000 Einwohner als Bevölkerung zu erreichen. Da geht es heute weiter mit einem weiteren Öko-Green Cities DLC-Szenario und in dem Fall handelt sich das hier um San Corbe und es wird wieder eine Stadt von 50.000 Einwohnern verlangt. Ich rede schon wie bei Anno und die CO2-Bilanz soll davon gering sein, also ein durchaus aktuelles Thema. Stadtkasse soll nicht leer sein und 100% der Stromproduktion aus verschmutzenden Quellen. Durchschnittliche. Ah ja, man darf nicht zu viel durchschnittliche Bodenverschmutzung haben, man darf nicht pleite gehen. Und man darf nicht zu viel dreckigen Strom produzieren. Man muss 500 Megawatt Strom, 50.000 Einwohner oder Stromproduktion aus erneuerbaren 100%. Okay, schauen wir mal. Am leichtesten erreicht man eine ökologische Stadt, indem man einfach alle Industrien vernichtet und die Leute von Sozialhilfe leben lässt. Dann produzieren sie nämlich. Gehen Sie nicht zur Arbeit und produzieren keine Umweltverschmutzung. Daher gut. Mein Rechner wird auch immer langsamer. Bin voll Öko, alles aus Gebrauchteilen gebaut und fällt langsam auseinander. Jüngste Fortschritte in der Energieproduktion legen erneuerbaren Energiequellen nicht nur nahe, dass sie auch die richtige Entscheidung für die Umwelt. Erbauen Sie eine Stadt, die nur mit Ökostrom und was? Widerlegen Sie die Pessimisten. Okay, ich soll die Pessimisten widerlegen. Erstmal schaue ich mal. Oh, wunderschön. Hier ist schon mal ein Berg. Das ist schon mal sehr gut. Und es gibt hier Erz. Das heißt, man kann hier auch wunderschöne Industrie hinbauen. Ich würde mal sagen, ich baue die Stadt irgendwo da. Und da wird mein Wasserdampf für die Kacker sein, die die Stadt hier antreiben wird. So, und da ich jetzt keine Lust habe, Millionen an Jahre mit dem Spiel zu verbringen, baue ich in diesem schrecklichen Raster-Layout, was man durchaus aus Übersee kennt. Oh, eigentlich müsste da ein Kreisverkehr sein, aber für den Anfang reicht es einfach so, Scheiße zu bauen. Völlig in Ordnung. So, dann kommen hier dann direkt wunderschöne Feldwege hin, denn nur durch Feldwege erreiche ich dann, dass diese Stadt toll wird. Wieso? Keine Ahnung. Das wird das Gewerbegebiet hier werden für die guten Geschäfte. Gibt es viele Kreuzungen, damit es auch hinterher schon Stau gibt. In der Ökostadt. So, machen wir so. Bekommt hier noch ein bisschen Wohngebiet. Das ist eine richtig schreckliche Stadt. So, Wohngebiet brauche ich natürlich immer sehr viel. Ohne Wohngebiet gibt es keine großartigen Einnahmen. Jetzt habe ich auch ein Geld schon dafür verschwendet. Das gefällt mir so nicht. So. Das ist das Wohngebiet, die erste Community. Zurzeit brauchen sie ja noch keinen Strom und Wasser. Das ist schon mal sehr gut für mich. Die bauen sich schon mal hier in diese wunderschöne Stadt hin. Das gefällt mir sehr. Kann ich hier weitere Wohnviertel hier schon fast wieder anlegen.
Okay, da ich ja nur an Geld interessiert bin, wird diese Stadt, so wie gesagt, so einfach wie möglich gestaltet. Und es geht ja um das Szenario, Ziele, Bevölkerung, genau, Stadtkasse. Ich darf nicht pleite gehen, das ist ganz wichtig hier. So. Und dann fangen wir mal so über den meisten hässlichen US-Städten einfach so einen Wasserturm in der Mitte. Das wird richtig schrecklich, ich freue mich schon drauf. Leider kostet der Aufbau dieser ganzen Infrastruktur so unglaublich viel Geld. So. Und eine Stromleitung braucht ewig. Also werden die hier gebaut, die blöden Windmühlen. So, das dürfte reichen für den Anfang. Ihr wollt auch noch Abwasser haben. Warte mal, Abwasser muss ich möglichst, ach, weit wegbauen. Oh, mein armes Geld. Das ist ja schon fast alle. So, ich glaube, ich habe gleich direkt verloren. Wenn ich nicht schleunigst ein bisschen Geld hier verdiene, habe ich echt gleich ein Problem. Jetzt wollen sie auch noch Industrie haben. Na, da habe ich natürlich nicht nachgedacht und keine Industrie bisher errichtet. Also ich glaube, das Ganze ist hier gleich echt gescheitert. Wobei die Industrie erzeugt ordentlich Steuern. Das könnte ja fast funktionieren. Und da nochmal auf gerade Strecke finanziell rauszukommen. Dass sich noch ein paar Leute hinbauen. Jetzt wird es richtig knapp. Stadt ist ja viel zu klein, dass hier irgendwas effektiv funktioniert. Die wollen noch mehr Industrie haben. Naja, gibt's nicht. Erstmal müssen wir mal in die Gewinnzone hier raus. Das ist mir ganz wichtig. Baue jetzt keine Straßen, sonst bin ich ja auch direkt pleite. Okay, wir machen leicht Plus. Das ist schon mal gut. Genügend Geld. So. Perfekt, wir haben mehr Industrie. Die haben natürlich alle hier kein Wasser. So eine blöde Wasserleitung kostet uns unser gesamtes städtisches Vermögen. Oh ja, ein Achievement, dann habe ich jetzt Geld gekriegt, das ist gut. Also, ich darf jetzt Gesundheitsfürsorge und Mülldeponie bauen. Das Problem ist, dass Mülldeponie extrem wichtig ist. Und ansonsten ist unsere Ökostadt irgendwie vollkommen am A. Jetzt auch keine großartigen Straßen hier bauen. Ich muss sagen, die Mülldeponie kommt jetzt irgendwo hier hin. Blöde, ungebildete Bürger machen ja auch Unmengen an Müll. Recycling Center.
Oh, 4, 16.000. Das ist mir zu teuer. So, das dürfte reichen für ein paar Kraftwerke. Und jetzt muss ich Geld für eine Schule sparen, weil die extrem wichtig ist, damit meine Stadt nicht zu so einer verseuchten Müllkippe wird. So, hier ist das Stadtzentrum, hier werden alle wichtigen Gebäude stehen. Ich könnte hier, ich würde das Wohngebiet ja eh noch ausbauen. So, hier kommen dann gleich die ganzen öffentlichen Gebäude hin. Der Rest wird hier ordentlich mit Feldwegen verbunden. Die ganze Infrastruktur basiert auf Feldwegen. Habe ich fast meine ganze Kohle hier ausgegeben. Streifen Industriegebiet mit natürlich einen Feldweg. Und hier entstehen dann die nächsten Wohngebiete. Auch noch Wasser brauchen. Oh. Yay, wir haben ein würdiges Dorf. Sehr schön. Und wir sind ja schon im Rückstand von den Investitionen her. Und die nächste dringende Investition wäre halt eine Grundschule. So, um das Bildungsniveau unserer Bürger zu verbessern. So, und jetzt haben wir schon mal zu viel Bodenverschmutzung durch dieses Industriegebiet. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wie wir unsere Stadt ein wenig sauberer und ökologischer hinbekommen. Das heißt, wir benötigen eine andere Einnahmequelle als dreckige Industrie. Oh ja, jetzt fällt der Strom auch noch aus. Perfekt. Wahrscheinlich wird es kalt, dann müssen sie heizen und dann bricht die gesamte Leistungsfähigkeit der Stadt hier zusammen. Noch eine Windmühle.
die Stromausfälle werden ja immer schlimmer. Dann ist ja klar, worauf eine Ökostadt zu hoffen hat. Auf Stromausfälle. Sollte es ein bisschen besser werden. Aber gut, sind wir noch weit entfernt und wir brauchen eine Polizei und so den ganzen Mist. Okay, winzige Kleinstadt bedeutet, wir können uns endlich eine Polizei leisten. Okay, Industriegebiete können wir noch nicht bauen, das wäre eine Möglichkeit, um dann billig an, sagen wir mal, Arbeitsplätze ranzukommen, ohne dass wir die ganze Umwelt dafür vernichten müssen. Und es ist möglich, Parks zu bauen. Das ist auch ganz wichtig, um hier die Grundstückswerte mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und die sind nämlich alles andere als hoch. Das war zwar jetzt teuer, aber dürfte unsere Stadt enorm aufwerten. Weil wir ja mehr Bevölkerung brauchen. So, und damit kann ich gleich den nächsten Wohnhäuserblock hier errichten. Und bald die Stadt sogar ausweiten. Was macht denn die Bodenverschmutzung? Sie ist sogar ein bisschen gesunken. So, ich speichere mal. Okay, wir brauchen noch mehr ausgebildete Leute, damit es möglich ist, möglichst, sagen wir mal, saubere Industrien hinzubauen. Okay. Ich habe jetzt überlegt, dass ich hier mir irgendwas für die Industrie einfallen lasse. Und ich glaube, es geht wirklich leider nur mit Bildung. Thank you.
So, jetzt kann man uns die College oder was das für ein Ding ist, da erlauben. Damit werden diese Wohngebiete hier weiter aufgewertet. Ja, es fehlt an Wasser. Der Wasserturm reicht scheinbar nicht aus. Muss ich einen zweiten bauen. Baue ich jetzt den hier in die Nähe. Kostet der mich. So, eigentlich wollte ich hier die Straße bauen. So, und wir haben wieder unser Problem ja schon mit Boom in der Kleinstadt. Jetzt können wir Spezialisierung und Industrien machen. Das wird unser Arbeitsplätzeproblem ein Stück weit lösen. Denke ich. So, erstmal verschaffe ich mir hier wieder ein bisschen Wohngebiet. Die wollen noch eine Einheit Gewerbegebiet. Ist ja schön, wenn man alles dann irgendwie so ein bisschen sortiert. Dann gibt es mehr Stau in der Stadt, weil die Leute auf jeden Fall Teile der Stadt durchqueren müssen, um an die entsprechenden Zonen dran zu kommen. Da ist das Schrecklichste, was man machen kann, ist halt solche Zonen zu definieren. Friedhof hier. Weiß nicht, was Müll macht. Okay, schauen wir mal erstmal unsere Ziele. 5% Bodenverschmutzung. Okay, da drüben brauchen sie auch noch Wasser. Gut. Jetzt kann ich auch sehen, welche Rohstoffe wo sind. Da ist auf jeden Fall Ackerland. Und hier haben wir Holz und wir haben hier Erz. Erz ist blöd, das verursacht, glaube ich, Umweltverschmutzung.
Aber hier Felder wären was Perfektes. Jetzt muss ich leider eine sehr teure Brücke hier bauen, um dann in dieses wunderschöne Gebiet hier zu kommen. Aber wir haben ja schließlich gerade genug Geld. Und dann definiere ich hier mal ein landwirtschaftliches Gebiet und errichte einen Bauernhof. Der zurzeit ja noch gar nichts hier produzieren kann, weil hier nichts ist. Aber das wird sich ändern. Und dieser braucht leider auch Wasser und Strom. Das Problem ist, dass hier eine Durchquerung, die geht ja sogar von Kosten her. Das Problem wird eher der Strom sein. Der ist halt teuer. Naja, und so viel Geld verdiene ich nun auch wieder nicht. Wie lange es dauern kann, so einen blöden Windpark hinzustellen, wenn man so eine Pleitestadt ist. Bisschen die Gebiete aufwerten. Fließt die Stadtkasse gleich ein bisschen besser. Wir können uns immer noch keine einzige Industrie leisten. Und verkehrstechnisch, ach, 95%, obwohl hier die Einfahrt so katastrophal ist. Okay, jetzt kann man so eine Windkraftanlage leisten. Die versorgt jetzt den Bauernhof und einen Teil der Stadt. Ein kleines Getreidefeld kostet mich auch 4000. Fast so viel wie ein Kraftwerk. Geht. Ja, der geht. So, wir müssen unseren Windpark ausbauen. Das funktioniert mit dem Strom ja überhaupt nicht gerade hier. Die flüchten sich schon aus der Stadt. Die Industrie verursacht immer noch kein Geld. Wir haben, glaube ich, mülltechnisch auch bald voll das Problem, ja.
12.000 kostet das Ding hier. Verstehe die Logik nicht. Wir haben genug verfügbaren Strom, aber es fehlt an Strom. So, was macht unsere Bildungspolitik? Eine Bibliothek wäre eine Möglichkeit, um noch die Stadt weiter aufzuwerten. Und eine zweite Grundschule wird nicht schaden. Unsere Energieprobleme sind ein Stück weit gelöst, erstmal. Nein, sind sie nicht. So, ich mach mal hier so ein Bioladenviertel. Wir haben nämlich hier lokale Produktion. Und von der sollen wir einfach hier mal alle profitieren. Baue ich die lokale Produktion in Form von diesem Bauernhof weiter aus. Ich hoffe, dass der inzwischen anfängt, Geld zu verdienen. Nö, tut er nicht. Chemiekraftwerk 55.000. Okay, das ist abseits aller unserer Möglichkeiten. Herzlich willkommen. City Skylines wird gespielt. Ja, heute geht es um Ökostrom und eine Ökostadt, die wahrscheinlich an den Realitäten scheitern wird.
Also, um mein Problem zu lösen, muss ich die Stadt einfach ausbauen. Anders wird es wohl nicht gehen. Hier gibt es Erz, aber ich will kein Erz jetzt abbauen. Ich befürchte nämlich sehr, dass es zu sehr Umweltverschmutzung macht. Ich kann es ja mal ausprobieren. Das Erzzeug ist ja irgendwann mal ja auch verbraucht. Und dann hat man wenigstens kurzfristig eine Einnahmequelle. Könnte ich hier auch sowas wie Forstindustrie irgendwie versuchen zu machen? Also die beste Maßnahme gegen Umweltverschmutzung ist nach wie vor, denke ich, die Industrialisierung. Okay, ich konnte ein wenig die Nachfrage nach Industrie senken, das ist schon mal sehr gut, weil die katastrophal hoch ist und mehr Industrie verursacht ja mehr Bodenverschmutzung in dem Fall. Sehe da hinten. Und deswegen muss ich die Industrie irgendwie schaffen aufzuwerten, bevor sie mir die ganze Stadt ruiniert. Und ich das Szenario verliere. Beziehungsweise die Leute hätten dann Wohlstand und so weiter, aber auf Kosten der Umwelt. Und das darf nicht passieren. Also lieber Armut auf Kosten der Wirtschaft oder so, fände ich besser. Zu steil. Da ist das Gelände aber nicht zu steil. Leute flüchten aus der Stadt. Es fällt schon wieder der Strom aus. Weil geheizt werden muss. Tja, mit Stromausfällen in der Öko-Ära muss man halt leider leben. Solange wir nicht in der Lage sind, unseren Strom mit Wasserkraft hier zu erzeugen oder mit sowas, wird sich jetzt nichts großartig an der Problematik, glaube ich, ändern. Dass wir uns hier ständig mit Stromausfällen rumplagen müssen.
So, ich fange mal an, einfach mit neuen Baugebieten mitten im Nix. So, irgendwer hat sich jetzt in dieses schöne Gebiet hier verirrt. So, liebe Leute, ihr müsst einfach mit dem Lärm von den Windkraftanlagen klarkommen. Wir haben keine andere Möglichkeit hier. Irgendwie sinnvoll Strom zu erzeugen. Oh, diese Eco-Diktatur wird echt hier. Oh Mann. Nein. So, die wichtigsten Arbeitsplätze sind Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das sind nämlich alles nachwachsende Rohstoffe. Damit bringen wir unsere blöde Industrie hier zum Fall und alle würden sich freuen über unsere Ökodiktatur. Okay. Wir können uns nicht mal hier ein Wäldchen leisten. Wäldchen wird natürlich mit Hilfe von so Feldwegen angebunden. Der Jakob schleicht hier durch die Wegen. Kannst du einmal zu ihm, geht das? Jetzt gibt es eine kleine Pause.
Okay, Päuschen ist vorbei, wir können weiter zocken. Mein Sohn liegt wieder im Bett. Also, weiter geht's. Und wir müssen halt wieder Geld investieren in Grundschulen, in Bildung und in Müllentsorgung. Und ich will den Müll entsorgen hier bei den Windmühlen. Da möchte sowieso niemand wohnen, weil es einfach übelst laut ist. Und jeder will erneuerbare Energien haben, aber keiner will neben einem Windpark wohnen, scheinbar. Verstehe ich nicht. Warum man das edle Ziel da nicht so unterstützt. Naja, alles was ich hier sage ist eh Ironie. Also, 16.000 kostet das Drecksding. Alles was ökologisch ist, kostet halt ein Heiden viel Geld. Das ist echt übel. Können sich nur Leute leisten, die Geld haben. Uns jetzt eine Recyclinganlage statt einer Mülldeponie gegönnt, damit unser Müll recycelt wird. Und den zukünftigen Antrieb unserer Wirtschaft, also die Forstindustrie. So, die bauen wir auch weiter aus. Die macht sogar plus die Forstindustrie. Unser Farmgebiet vielleicht auch. Okay, wir haben ein Upgrade für unsere Holzverarbeitung bekommen, das ist doch schon mal gut. Es gibt immer noch einen halben riesen Bedarf an Industrieanlagen, leider. Das muss ich jetzt irgendwie ändern. Meine Industrie ein bisschen auf die Holzverarbeitung umstellen. Ich glaube, Bergbau ist ziemlich kostspielig, wenn es um Energieverbrauch geht. So, und ich baue möglichst viel Gewerbegebiet, um hier meine wunderschönen Arbeitsplätze zu schaffen in Form von Geschäften. Das kommt auf jeden Fall für mich leichter in Frage, als Industriegebiete zu bauen, die schließlich viel zu viel Umweltverschmutzung erzeugen. Okay, wir haben gerade Strom. Wir haben gerade ein bisschen Geld. Das heißt, ich kann wieder in eine Schule investieren. Das ist ganz gut. Und ich könnte mich hier an dieser blöden Bergbauindustrie mal versuchen. Der Stadt auch als Strafkolonie benutzen, da müssen die Leute hier halt in Steinbrüchen arbeiten.
die brauchen hier auf jeden Fall jetzt irgendwelche Abbaustätten. Kleine Erzmine. Was sagt der hier? So viele Nutzpflanzen. Das bedeutet, die brauchen jetzt hier irgendwelche Lagerstätten für die ganze Chose. Getreidemühle, Viehstahl, ja, sowas halt. Dann würde ein Industriegebiet benötigt werden, was auf jeden Fall den ganzen Krempel importiert. Das Ding ist fast voll. Wow, das ging aber schnell. Das ist auch fast voll. Ich glaube, wir haben bald ein Müllproblem, wenn es so weitergeht. Muss ich mal überlegen, in welche Richtung ich jetzt die Stadt ausbaue. Also da gibt es eine Bahnstrecke, gibt es ein Stück Autobahn. Ich glaube, ich nehme einfach dieses Stück. Ist zwar ziemlich weit weg von irgendwas, aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Okay, hier spare ich weiter für unsere weitere Müllentsorgung. Ich kann ein weiteres Gebiet gleich mit Häusern hoffentlich vollbauen. Yay! Beschäftige Kernstadt. Wir
Wir haben Probleme mit der Wasserversorgung. Wir haben zu wenig Wasser. Zu wenig Abwasser oder zu viel. Also, ein neuer Wasserturm. Oder Pumpen. So, verseuchen wir mal das Wasser weiter stromabwärts. Die Holzverarbeitung können wir ein bisschen vergrößern. Erzgrube auch. Denn dann können wir hier noch ein paar Verarbeitungsbetriebe hinstellen. Eine Sägemühle. Die braucht ja genau Rohholzprodukte, die werden ja hier wahrscheinlich in großen Mengen produziert. Ja, die andere Anlage ist einfach viel zu fett. Kann nicht so gut in so steilen Gelände errichtet werden. Passen wir mal das Gelände klein wenig an. Schon besser. Gelände immer noch zu steil. Okay, ich könnte jetzt Radwege anfangen, in dieser Stadt zu bauen. Verkehrstechnisch müsste... Ach, 95%, komm. Worüber mache ich mir hier Gedanken? Also 11.000 Einwohner brauche ich, um die Möglichkeit zu haben, wunderschöne Staudämme zu bauen. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Müssen wir mal unsere Aufbereitung vom Abwasser gut aufgewertet haben.
Mist, habe ich jetzt verloren oder was? Nein. Die Holzverarbeitung ist jetzt ein bisschen größer geworden. Die Erzgrube verursacht tatsächlich Bodenverschmutzung. Das Gebiet ist aber so groß, dass es eigentlich damit sogar irgendwie geht. Bisschen hier Wohngebietgegenden errichten. Macht die Grube Geld? Nicht mal das.
So, ich baue noch ein bisschen, aber dann heute nicht mehr so viel von dieser schrecklichen Stadt. So, das Bauernhofgebiet wird jetzt im Rindervieh-Anbau vergrößert. Denn meine Leute wollen nach wie vor Industrie sehen.
Okay, ich wurde gerade mit meiner Frau etwas ausgetauscht, aber ich würde sagen, ich beende es einfach für heute. Wir fassen zusammen, wir haben eine Stadt mit einem kleinen Kriminalitätsproblem. Wir haben eine Stadt, wo ständig der Strom ausfällt. Und wir dürfen nicht zu pleite sein und zu viel Bodenverschmutzung haben. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom und mehr Leute. Dann haben wir das gewonnen. Keine Ahnung, ist hier zu kalt und deswegen fällt alles aus. Okay, alles klar. Ja, Hauptsache wir haben finanziell irgendwie so ein bisschen Geld. Das ist schon mal gut. Kann ich die Stadt schnell ausbauen. Mir fällt jetzt gefühlt der ganze Strom aus. Okay, in der nächsten Folge investiere ich vielleicht einfach in so ein Geothermie-Kraftwerk oder so. Und wenn ich genug Leute habe, kann ich auch Wasserstaudämme bauen. Da brauche ich 11.000 Einwohner dazu. Das heißt, hier wird noch irgendwie ein neues Baugebiet entstehen oder sowas. Wow, jetzt hat die ganze Stadt keinen Strom und kein Wasser. Ich bin begeistert. Okay, damit beende ich das für heute. Bis zum nächsten Mal.